Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout 4. Und ich habe erfahren, dass ich hier den falschen Knopf gedrückt habe. Das oben rechts, dieser Balkengröße, der macht die Siedlungsgröße. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt hier einen Bücherschrank hinstellen würde, würde dieser Balken sich halt weiter füllen und ich könnte irgendwann nicht mehr weiter ausbauen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man kann das durch einen Mod entfernen, dieses Limit, was ich auch tun werde. Weil ich mich quasi nicht limitieren lassen will. Und ja. Deswegen ist das nicht so schlimm. Ich wollte es nur noch gerade mal gesagt haben. Ja. Untersucht das Museum der Hexerei. Genau, wir wollten mit dem Nebenquest weitermachen. Das Museum der Hexe. Alles klar, das ist mir zu weit weg. bring eine Bläfliegendrüse zu Dr. Bluff. Dazu bräuchten wir die erstmal. Suche in Kongos Candle nach Kronkorken. Okay. Ich habe das Krankenhaus noch nicht erkundet. Okay. Dann gehe ich halt zur College-Verwaltung. Das geht natürlich auch. Befreie deinen Geist. Ja, das sollten wir alle mal. Unseren Geist befreien. Und wieder eine klare Sicht auf die Welt bekommen. So ist das. Wieso ist hier ein Rauschen und was ist das für einer? Ich schütze und diene. Ja dann. Wenn er nicht schlimm ist, muss ich mich da ja nicht dran stören, würde ich sagen. Eine Kirche. Oder eine Kirche. Kirche. So viele tausend Aussprachen. Aha. Kann ich da rein? Union Top Castle. Ach, eine Kathedrale, keine Kirche. Okay. Kathedrale war, glaube ich, katholisch. Wenn ich mich da nicht täusche. Hey. Okay. Vater Gabe ist ein bisschen gegnerisch. Das, ich dachte, er wäre für uns, deswegen... Was geht denn mit dem ab? Was ist denn das? Ja, werde ich aber nicht beten. Du musst gar nichts tragen. Ein Pastorengewand. Ach, guck mal. Ihr wusstet ihr, dass sich der Pastor... Oh, ist das romantisch. Dass sich der Pastor... seine Robe von der Steuer absetzen lassen kann. Aber der Bankkaufmann sich seinen Anzug nicht. Oder, was eigentlich noch viel schlimmer, die Krankenschwester ihre weißen Schuhe und etc. kann sie sich nicht von der Steuer Arbeitskleidung absetzen lassen. Und dabei, weil es heißt immer, ja, man könnte das privat nutzen. Ja, genau. Ich trage so ein komplett weißes mit weißen Schuhen und alles Outfit ja auch auf jeden Fall privat. Natürlich. Cool. Weißt du, so ein Pastorengewand, das ist ja, im Endeffekt ist das ja fast wie ein normaler Anzug. Nur, an der, am Hals ist das ja, glaube ich, ein bisschen anders geschnitten. Und das Ding könntest du halt ebenso als genauso... random langweiliges Kleidungsstück halt tragen. Was ist denn hier eigentlich auf dem Friedhof? Wo sind wir hier denn eigentlich? Oh. Jetzt geht's aber ab hier.
Na. Oh mein Gott. Stirb, bitte. Gar nicht erst so weit gekommen. Hilfe. Einer hat ein Messer, einer hat ein Level dabei, also auch gut. Okay, ein Friedhof. Aha. Headshot. Wenn es überhaupt ein Head war, wahrscheinlich nicht. Das Krankenhaus Kendall. Sollte ich nicht so eine Fliegendrüse mitbringen? Aua. Also eigentlich hätte es nicht mehr wehgetan, aber... Eine Blähfliegendrüse, genau. Doch fast bin ich mir ziemlich sicher. Die ist versperrt, die Tür. Wie komme ich denn dann da rein? Ja. Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit bestehen. Das ist nichts. Irgendwie muss man in dieses Krankenhaus reinkommen. Das sind so ekelhafte Tiere, diese Käfer. Weil ich finde Käfer immer ekelhaft. So aus so einem Insekten und so, das ist immer noch verriegelt. Da ist nichts mehr. Nö. Natürlich nicht. Hä? So, kümmert mich jetzt gerade nicht. Ich will lieber... Ach, das war immer noch... Warum ist das denn immer verrammelt, alles hier? Aha. Dann geht doch. Es hätte mich jetzt auch echt gewundert, wenn da der nicht reinkommt oder so. Und dann, also manchmal gibt es das ja, dass man über ein anderes Gebäude musste dann da rein und... Ach, hast du nicht gesehen? Da? Nee. Es ist nur der Postbote, ich bin gleich wieder weg. Seife. Nichts. Zumindest sieht es verdammt, ne? Hey. Habt ihr das gehört? Nö. Ich gucke erstmal, ob hier irgendwas ist. Ja, dass du was gesehen hast. Ich muss eine Gehirnerschütterung. Ja, gesehen bin ich mir ziemlich sicher, dass du da nichts hast. Aber... City. Okay, Türenversteuerung. Tür öffnen. Das ist ja... Hallo. Du hast nichts gesehen. Wie wir ja jetzt festgestellt haben. Oh, ein OP-Tablet. Freut mich immer sehr, wenn ich sowas finde. Aua. Das tut weh. Hey, sie sind hier. Okay. Wenn du das sagst. Aua. Das möchte ich nicht. Du musst meinen Wunsch respektieren. Wow. So. Das hätten wir. Der Herr, kann ich sonst noch was für sie tun? Oh Gott, ich höre hier... Geschütztürme. Ein Telefon.
Ja, nein, nicht wirklich. Aber wenn du das so siehst, dann... Hoffentlich hast du dein Testament... Scheiße, verschwunden. Nein, ich wurde angeschossen. Da ist nichts verschwunden. Ich bin blind. Oh. Einfrieren verursacht 10 Punkte Kryoschaden. Ha. Interessant auch. Es ist also doch. Kann man nicht nein sagen. Da haben sie noch ein Tablett. Ach, da haben sie sich ganz entspannt. Das ja, die sind so eklig, so, ne? Diese. Wader, ich kann es immer nicht nachvollziehen, wie man so. Ein Buchrückgabe. Ich in Marken ausgeben. Was? Ach, das war dieses mit überfälligen Büchern. Ach, da war ja was. Huch. Medizinischer Flüssigstickstoffspender. Klar. Wer kennt es nicht? Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, so, das beunruhigt ein bisschen. Also mit dem Husten, das tut mir leid in den letzten Folgen. Da bin ich irgendwie... Das kommt so schlimm und... Alles. Was haben die hier in den Krieg geführt? Die Wayward gegen die Synths, gegen die... Wen haben wir gesehen? Synths? Wayward und die Wader. Genau, stimmt. Ja, es ist ja sehr außergewöhnlich. Also doch, das habe ich auch noch nicht so gesehen. Es war Origin. Mein Battlefield 1 dürfte jetzt mal langsam nicht fertig. Aber weit genug sein, dass sie es spielen können. Man kann das ja anscheinend irgendwie spielen, während es runterlädt. Ich hoffe, dass damit der Multiplayer gemeint ist. Und nicht der Singleplayer. Alter, was ist denn hier mit der Wayward passiert? Was ist überhaupt unser Ziel? Nochmal. Suche in Krankenhaus-Candle nach Kronkorken. Okay. Damit ich immer noch weiß, was unser Ziel nämlich überhaupt ist. Und ich hier nicht sinnlos alles mitnehme, sondern nur die bisschen wertvollen Sachen. Ah, okay, da kommen wir nicht durch. Schade. Ist das der falsche Weg? Wenn du mir jetzt sagst, dass ich gleich wieder zu der anderen Tür dahin muss, dann haue ich dich. Weil ich werde es mal gleich versuchen, nachdem ich hier geguckt habe, ob ich das von hier irgendwie sehe. Aber... Das... Oh. Da war ja super. Das wär's. Ja, wow. Das ist ja der Hammer. Der Eingang war ja super.
Weil der muss ja irgendwie... Was ist das denn? Terminal? Was haben wir da? Protektansteuerung? Aha, Einheiten aktivieren, aha. Persönlichkeitsmodus, Feuerwehr. Aktivierung Protektron zu Diensten. Bitte bewahren Sie im Fall einer Verletzung Ruhe. Aber... Was? Ach, da, auch guck mal, eine Chemkiste, immerhin. Aber auch da ist nichts. Ach so, das ist nur dieser Raum. Okay. Nee, scheinbar. Aua. Müssen wir... Ach komm. Müssen wir... irgendwie... Die andere... Also die Tür da... Ich weiß es auch nicht. Wie wir da hinkommen. Also durch den Raum, durch den wir da hinten reinkamen, ist das nicht möglich. Mit ziemlicher Sicherheit. Das kann ja nicht sein, dass es nicht geht. Wenn da erst irgendwie... Weiß ich nicht, was machen muss. Naja, ich mache hier mal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.